Die E.ON ist ja schon in den letzten Jahren in der Neuorientierung und wir haben ja auch einen Großteil unseres Erzeugergeschäftes ausgegliedert in eine Firma Uniper, konzentrieren uns aktuell sehr stark auf unsere Netze und auf unseren Kundenservice. Auch hier ist die IT maßgeblich daran beteiligt, diesen Umbau der E.ON mit zu gestalten. Wir müssen auch uns überlegen, welche neuen Produkte und Services müssen wir am Markt bringen als E.ON. Es ist nicht mehr damit abgetan, nur Gas oder Strom zu verkaufen, sondern unsere Endkunden erwarten Mehrwerte, die erwarten neue Services und Produkte. Und damit ist auch schon wieder die IT gefordert, weil damit muss auch die IT näher an das Business rücken. Und das ist, glaube ich, so die Challenge auch insgesamt für die E.ON und für die IT. Mit dem Thema Sourcing werden wir auf alle Fälle eine Basis dafür auch legen, hier die Application Services effizienter zu gestalten, schneller zu machen, flexibler zu machen. Auch die Anforderungen des Businesses sind anders als vor Jahren noch, wo es um Schnelligkeit geht. Auch dann die Anzahl der Ressourcen, also auch die Resource Management werden wir anders gestalten. Mit dem Sourcing glaube ich auch, dass es ein Rad wird, das ein Teil des gesamten Gebildes ist oder Vehicles ist, um die E.ON oder auch die ganzen Veränderungen mit nach vorne zu bringen. Wir gehen davon aus, dass wir hier mit dem Sourcing-Programm mehr Flexibilität bekommen, dass wir zumindest dann auch einen gewissen Stamm an Ressourcen aufbauen können, die auch erhöhte Anforderungen oder schnellläufige Anforderungen des Businesses befriedigen können. Genauso neues Know-how an Bord kommt mit neuem Wissen für neue Abläufe. Wir werden genauso hier Robotics und Automatisierungen einführen im Rahmen der Transformation. Wir haben auch vor, die Applikation in die Cloud zu migrieren, um auch hier mehr digital zu werden. All diese Maßnahmen sind eben eine Agenda auch von diesem Sourcing-Programm, wo wir auch damit glauben, einen Beitrag für die Digitalisierung und die Veränderungen leisten zu können. Einen wichtigen Meilenstein haben wir erreicht im April mit der Unterschrift der Verträge und ich glaube, also wir haben von April, Mai letzten Jahres, wie das Programm richtig gestartet hat, mit der Ausschreibung und der Provider-Auswahl, haben wir die richtige Auswahl getroffen. Haben auch dann zum richtigen Zeitpunkt unsere Auswahl beendet mit einer Vertragsunterschrift. Wir stecken jetzt mitten in einer Transition. Da sind wir voll im Kurs. Wir werden zum 1.10. mit der Firma Vipro den Service Commencement Day begehen und zum 1.11. werden wir die Services mit der Firma Infosys dann beschreiten. Und damit sind wir erstmal zumindest, glaube ich, schon auf der Erfolgsstrecke damit. Was sind die Lessons learned? Ich glaube, es war wichtig, seit Anfang an unser Business mit einzubinden. Die Kollegen von der Business-Seite haben das Programm mit initiiert. Die stehen hinter dieser ganzen Maßnahme, haben es nicht nur initiiert, sondern auch mit begleitet im Ausschreibungsprozess. Auch bei der Auswahl waren sie maßgeblich beteiligt, der Service Provider. Und sie sind auch jetzt direkt eingebunden in der Transitionsphase. Ja, Change Management ist seit Anfang an, wie die Idee geboren worden ist, schon ein wichtiges Element. Das heißt, also viel Kommunikation, Transparenz schaffen ist ein wichtiges Element, um die Mitarbeiter zu informieren, abzuholen, auf die Reise mitzunehmen. Ganz egal, ob man direkt oder indirekt involviert ist in so eine Aufgabe oder so ein Projekt oder ob man Betroffener ist, der zu einem Service Provider gehen sollte. Es stellen sich viele Fragen, die wiederum mit Ängsten verbunden sind. Und ich glaube, Change Management ist hier wesentlich gefordert, hier von Anfang an genau diese Punkte mit der richtigen Kommunikation an die richtigen Personengruppen, aber auch mit den richtigen Messages dann eben zu begleiten. Mhm.